Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute meine Favoriten der letzten Wochen und Monate, denn ich habe wirklich seit Ewigkeiten diese Art Video nicht mehr online gestellt und ich finde, es ist mal wieder an der Zeit, das zu tun. Ich hätte jetzt natürlich aus jeder Kategorie euch alles zeigen können, was bis dato so meine Lieblinge gewesen sind, aber ich glaube, das wäre ein 6-Stunden-Video geworden und das möchte ich natürlich niemandem zumuten, auch nicht mir selber, mich so lange hören zu müssen. Aber ich habe euch jetzt Sachen rausgesucht, die ich wirklich so, so oft verwendet habe und auch immer noch meine Favoriten sind. Und das ist gerade der Bereich Pflege und auch Kosmetik. Und wenn ihr Interesse habt und sehen wollt, was ich da so angesammelt habe, dann bleibt einfach dran und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich starte einfach mal mit den Haarprodukten, die ich unglaublich liebe. Als allererstes habe ich ein Haarpflegespray von Dove. Das verwende ich wirklich täglich. Früher habe ich immer das von Gliss-Kur benutzt, dieses roséfarbene, was ich auch immer noch toll finde. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das was mit der Schwangerschaft zu tun hat oder ob es einfach so ein Spleen mal wieder ist, dass ich wechseln wollte. Aber ich liebe diesen Duft von Dove zurzeit. Ich benutze das jetzt schon seit Anfang des Jahres. Das ist einfach eine Pflegekur zum Sprühen. Das mache ich immer nach dem Duschen ganz gerne ins feuchte Haar. Und danach könnt ihr eure Haare unglaublich toll durchkämmen. Und das ist jetzt hier für strapaziertes Haar. Gibt es auch sicherlich von den Dove-Serien in unterschiedlichen Varianten. Ich kaufe immer dieses hier und bin ein absoluter Fan davon. Zum Durchkämmen benutze ich auch immer nur eine Bürste und zwar ist es diese hier. Die werdet ihr wahrscheinlich auch schon unzählige Male hier auf YouTube gesehen haben oder selber bei euch zu Hause auf eurer Kommode liegen haben. Und zwar spreche ich vom Tangle Teaser. Ich habe jetzt diese türkis-roséfarbene Variante. Ich habe anfangs wirklich gedacht, als das dieser Hype wurde, wie kann man so viel Geld für eine doofe kleine Handbürste ausgeben, als würde das wirklich was bringen. Und dann habe ich sie geschenkt bekommen und muss euch leider auch gestehen, ich bin diesem Hype verfallen, diesem Produkt. Es ist das Geld allemal wert, muss ich sagen. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich irgendwann eine andere Haarbürste wieder verwendet habe. Vielleicht mal zwischendurch, wenn ich meine Haare style oder so. Aber ich benutze nur noch diesen Tangle Teaser. Es gibt jetzt auch, glaube ich, bei DM und Co. diese nachgemachten. Die habe ich noch nicht probiert. Aber ich glaube, die kosten auch nur 4 oder 5 Euro weniger. Ich meine, die liegen so bei 15 Euro. Was wirklich eine Stange Geld ist. Meine sieht jetzt auch schon so ein bisschen mitgenommen aus. Aber ich habe sie schon sehr, sehr lange. Sie zieht wirklich nicht. Aber ich muss dazu sagen, nur im feuchten Haarzustand. Also wenn die Haare trocken sind, finde ich, ist sie nicht so angenehm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist so, macht die Haare irgendwie so ein bisschen strohig. Mal abgesehen davon, ich bin heute einmal ganz kurz durch die Haare gegangen, weil es ist hier schon wieder so unglaublich heiß. Es ist so schwül. Wir haben, ich glaube, 28 Grad oder so. Mir läuft die Suppe, die ganze Haarmatte ist eigentlich viel zu warm. Und ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Es hält, was es verspricht. Ihr habt kein Ziepen mehr, es tut nicht weh. Und im feuchten Haar ist es unglaublich angenehm, weil ich finde auch, das macht immer noch so eine schöne Kopfmassage. Und deswegen finde ich dieses Produkt einfach einwandfrei. Und zu guter Letzt, was die Haare angeht, habe ich von Schauma ein Beautyöl, was ich sehr, sehr liebe. Das ist ein tägliches Pflegeöl für trockenes und strapaziertes Haar. Und das habe ich mir mal gekauft bei DM. Das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Und da ist immer noch so viel drin. Ich verwende es nicht jeden Tag, sondern meistens so jeden zweiten oder dritten Tag mache ich mir das einfach in die Hand und verteile es dann in die Spitzen. Auf gar keinen Fall irgendwie in die Nähe zur Kopfhaut, weil dann habt ihr gleich fettige Haare und könnt wieder von vorne duschen. Es verspricht sofortigen Glanz und Geschmeidigkeit, kann ich abhaken, auf jeden Fall. Nährt und veredelt das Haar ohne zu beschweren, ist auch auf jeden Fall so. Zieht sofort ein, hinterlässt keine Rückstände, kann ich auch nur sagen, ist so. Auch für feines Haar geeignet und deswegen habe ich es mir eigentlich geholt, weil ich habe wirklich sehr, sehr dünnes Haar. Das wisst ihr ja mittlerweile, die meine Videos sehr, sehr lange gucken. Ich habe sehr dünnes Haar und dafür habe ich gedacht, kann es ja nicht schlecht sein, das mal auszuprobieren. Ihr könnt es vor dem Waschen machen, nach dem Waschen oder einfach nur so in die Haare mitgeben. Was ich so toll daran finde, mal abgesehen, dass alles, was draufsteht, eigentlich so gut wie eingehalten wird, ist der Duft. Ich liebe den Duft. Ich glaube, der ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn klasse. Wenn ihr die Möglichkeit habt, riecht auf jeden Fall mal dran. Das hier ist jetzt für strapaziertes, genau, und trockenes Haar. Und das hilft mir ungemein und deswegen ein Top-Favorit von mir. Heiß, 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 heiß.
Ich mache einfach mal weiter mit der Pflege und zwar fürs Gesicht. Und da benutze ich eine Kombination sehr, sehr gerne und eigentlich auch so gut wie täglich. Und zwar als allererstes benutze ich meine Maxi-Pads von Ebelin. Das sind diese großen. Die kaufe ich eigentlich immer, weil ich die super praktisch finde, weil sie halt eine große, große Fläche haben. Und darauf verwende ich mein geliebtes Micellenwasser von, von Garnier. Micellenreinigungswasser. Und für mich war entscheidend für trockene und empfindliche Haut. Deswegen, das sind die mit der pinken Kappe. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch eins mit Grün, das ist bestimmt so für Mischhaut und normale Haut. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sogar noch mit Türkis gibt, aber da könnt ihr ja selber mal nachschauen. Es reinigt wirksam, reinigt schonend, feuchtigkeitsspendend, ohne Abspülen für Gesicht, Augen und Lippen, was ich super finde und das Ganze ohne Parfüm. Optimale Verträglichkeit, dem kann ich nur zustimmen. Also ich habe keinerlei Pickelchen bekommen oder irgendwelche Reißungen oder irgendwie komisch drauf reagiert. Von dem Aspekt her finde ich das schon mal super. Ich meine, das kostet 4 oder 5 Euro, dafür sind aber auch 400 Milliliter drin. Und das kam irgendwie, ich glaube, Anfang des Jahres oder Frühjahr kam es auf den Markt. Das Ganze baut sich ja als Nachmachprodukt für dieses Bioderma-Micellenwasser auf. Und ich hatte schon mal eins von L'Oreal, das 3-in-1 Micellenwasser. Damit war ich ja nach wochenlanger Benutzung nicht so zufrieden, weil dann hat meine Haut wirklich reagiert. Dazu habe ich auch schon mal ein Video hochgeladen. Ich glaube, das war eine Review nur zu diesem Micellenwasser. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Aber von dem hier bin ich wirklich sehr, sehr überzeugt. Ich mache das immer so, abends, wenn ich mich abschminke, nehme ich als erstes meine geliebten 3-in-1 BB-Tücher, diese hellblauen, mache den ersten Schmatter einmal so ab und dann benutze ich dieses Wattepädchen und mein Micellenwasser und dann geht das Ganze rucki-zucki ab und es hinterlässt wirklich ein frisches Gefühl. Es geht alles auch ab, natürlich nicht wie in der Werbung, man geht einmal rüber und komplett ist alles ab. Das ist Schmarrn, das ist einfach nur ja, zum Anlocken da. Aber trotzdem muss ich sagen, ich kann es jedem nur empfehlen. Mir glitscht die Flasche hier gleich aus der Hand, so warm ist mir. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, ich finde es ultra gut und werde es mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Zu meinem absoluten Top-Favoriten gehört ein erfrischendes Reinigungsmus von Biotherm zu mir. Das ist ein Produkt, das ich wirklich täglich verwende und ich liebe es abgöttisch. Ich habe jetzt hier die 150 Milliliter Variante. Kennengelernt habe ich es in so einer kleinen Probe. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal in meinen Aufgebraucht-Videos gezeigt. Bin mir nicht ganz sicher. Da habe ich auf jeden Fall schon geschwärmt dann. Reinigt und belebt die Haut, ohne sie auszutrocknen. Check, ist auf jeden Fall so. Die Haut ist sofort rein und frisch. Check, ist auf jeden Fall so. Für eine strahlende Haut nach nur 7 Tagen, ich hatte das Gefühl mit Sicherheit schon nach 2-3 Tagen, in der Handfläche aufschäumen und auf das angefeuchtete Gesicht auftragen mit Wasser abspülen, genauso mache ich es auch. Oder aber wenn ich meine Phase habe, dass ich wieder extrem stärkere Pickelchen habe, gerade am Anfang der Schwangerschaft war das, und da habe ich dann meine Clarisonic benutzt, also meine Gesichtsbürste, und mit dem hier in Kombination wirklich nach 3-4 Tagen habe ich wieder wunderbare Haut. Und das ist natürlich ein, ja, ich würde sagen, ein High-End-Produkt. Es kostet natürlich schon mehr als ein Reinigungsschaum aus der Drogerie. Aber das ist auf jeden Fall das Geld wert und ich werde es mir nachkaufen. Ich habe dieses hier zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber sollte das leer sein. Und guck mal, das ist auf jeden Fall noch so unglaublich voll, weil ihr braucht wirklich eine Erbsengröße, dann schäumt das Ganze schon auf. Und ich finde, dafür ist jeder Cent, dafür ist mir jeder Cent Geld wert. Ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen kann ich es definitiv empfehlen. Und zu guter Letzt, was die Pflege angeht, habe ich etwas von Lush. Ich habe noch nie ein Produkt von Lush gekauft, aber schon unglaublich viel hier auf YouTube davon gehört. Und zwar habe ich damals Probleme gehabt, das war glaube ich im Winter. Da hatte ich so spröde, eingerissene, trockene, wirklich extrem strapazierte Lippen. Und da hat auch keine Pflege, nicht mal meine Kinderkaufmannscreme geholfen. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt unbedingt was tun, weil es ist egal, was ich für einen Lippenstift aufgetragen habe oder Lipgloss, es sah immer eklig aus, weil es immer in diese Rillen gegangen ist und es brannte auch. Und da habe ich gedacht, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt kann ich bei Lush mal bestellen, weil ich auch von diesem Lip Scrub immer mal gehört habe. Und zwar ist es dieses hier in der Geschmacksrichtung Bubblegum. Und wer das liebt, der wird, also den Geschmack Bubblegum liebt, der wird das hier lieben. Ich könnte den ganzen Tag meine Nase hier drunter halten. Das ist so, so lecker. Und das Problem sogar ist, wenn ihr das benutzt, und ich benutze das also mindestens einmal die Woche, jetzt im Sommer nicht mehr ganz so viel, weil da geht es mit meinen Lippen, aber nachher wieder zur Herbst-Winterzeit wird das wieder so ein alle 3 Tage Favorite von mir.
Ihr könnt es zum Schluss, wenn ihr es aufgetragen habt, abschlecken. Und das ist sehr fatal, denn möchte man es sehr, sehr oft am Tag machen. Aber ich finde, 1 bis 2, maximal 3-mal in der Woche reicht das. Ich kann euch das sehr, sehr empfehlen. Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Ich glaube so um die 8 oder 9 Euro. Ich will da jetzt aber nichts Falsches sagen. Ich kann euch das gerne unten auch alles verlinken in der Infobox. Aber es hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ich glaube so nach 1-2 Wochen waren meine Lippen wieder tipptopp mit der Pflege von der Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Und vorher dieses Peeling und dann hat sich das alles sehr, sehr gut regeneriert. Und deswegen ist es ein absoluter Favorit von mir. Ich mache jetzt mit den Top-Favoriten der Kosmetikprodukte weiter. Und da brauchte ich gar nicht, wirklich gar nicht lange überlegen bei einer Palette, die ich ständig, wenn ich mich schminke, wirklich ständig verwende. Und zwar spreche ich von der Urban Decay Naked 1 Palette. Ich glaube, ich besitze jetzt schon das 2. oder 3. Jahr. Ich bin sehr vergesslich, ich kann es euch nicht genau sagen. Aber ich verwende sie eigentlich wirklich täglich, wenn ich mich schminke. Und ich habe sie damals geschenkt bekommen von Ralf, hat mich unglaublich doll gefreut. Und ich kann es euch nicht beschreiben, ich liebe diese Palette. Alleine die Pigmentierung von den Farben sind unfassbar, wirklich unfassbar. Und sie halten den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Das hört sich an wie so eine schmierige Schleimwerbung, aber es ist wirklich so. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich benutze am allerliebsten immer den Ton Virgin zum Highlighten im inneren Augenwinkel oder auch unter der Augenbraue. Und dann habe ich unglaublich gerne auch Naked verwendet oder verwende es gerne, das hört sich an, als würde ich es jetzt nicht mehr tun, zum Verblenden oder einfach nur diesen Ton und dann Lidstrich und das war's. Dann auch gerne Bug, die nehme ich gerne für die Lidfalte, um das Ganze immer so ein bisschen ja, zu vertiefen und intensivieren. Ansonsten habe ich auch gerne Toasted und Hustle benutzt oder halt für Smoky Eyes auch gerne mal das, ja, Creep ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe, gerade wenn man so Smoky Eyes machen will. Also es ist eine Palette, da sind jetzt nicht viele matte Töne drin, die ich auch gerne verwende, aber alle Töne, die hier drin sind, kann man für so viele Sachen auf dem Auge verwenden. Entweder wirklich für krasse Smoky Eyes oder für dezente Make-ups oder ja, schlicht oder wirklich kreativ, viel bunt. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und deswegen muss ich sagen, dass wenn man eine Palette sucht, die ein bisschen hochwertiger ist, die kostet natürlich auch mehr und die auch gut pigmentiert ist, kann ich euch diese hier ans Herz legen. Es gibt ja mittlerweile so, so viele, neuerdings glaube ich, die Smoky Palette, dann gibt es die 2 und die 3 und nur matte Töne und was es nicht alles gibt, aber ich liebe die 1 und deswegen bin ich heute immer noch genauso dankbar, dass ich sie geschenkt bekommen habe. Mein nächster Favorit ist von MAC und zwar der Pro Longwear Paint Pot. Ich habe da die Farbe Paintily und das ist auch so ein Produkt, auf das möchte ich nicht mehr verzichten. Ohne dem kann ich einfach nicht mehr leben, so dramatisch sich das anhört. Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass ich hier schon sehr, sehr viel von verwendet habe, weil ich benutze ihn bei jedem, ja, bei jeder Make-up-Routine eigentlich. Ich habe viele Bases schon ausprobiert, aber es war keiner wirklich so gut wie dieser hier. Der ist von der Farbe her für mich optimal, weil ich habe sehr dunkle Augenringe. Dafür verwende ich ihn jetzt natürlich nicht. Aber auch sehr, ja, meine Lider sind sehr von den Adern durchzogen und auch halt sehr dunkel. Und das gleicht das Ganze aus. Und außerdem ist es eine perfekte Base für jeden Lidschatten, der danach drauf kommt. Oder aber ich verwende nur diesen Pro Longwear und dann mache ich mir einen schwarzen Lidstrich, Wimpern, wenn es mein ganz dezentes Make-up ist und raus aus dem Haus. Und es hält bombastisch, Leute. Es hält wirklich bombastisch. Ich habe viel gelesen, viele Reviews dazu gesehen und habe irgendwann gesagt, gut, ich gebe dann mal diese 20 oder 25 Euro, glaube ich, kostet der. Ich bin mir nicht so sicher. Ich und meine Preise. Auf jeden Fall, das ist ein ordentliches Stück Geld, aber es rentiert sich für mich jeden Tag aufs Neue und ich liebe ihn. Dann habe ich dieses Jahr eine alte Liebe wieder für mich neu entdeckt und dieses Mal habe ich sie wirklich sehr, 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 sehr neu geliebt. Ich spreche von dem Blush von Benefit, das Coralista. Und es sieht super eklig aus, es ist total verranzt, der Deckel ist auch schon abgeflogen, es ist alles kaputt. Schmuddelig sieht es auch noch dazu aus, aber hallo, hit the pan. Und ich liebe diese Farbe, ich glaube, die ist auch im Standardsortiment drin, was ich sehr, sehr gut finde. Auch Benefit ist natürlich wieder ein Produkt, was nicht ganz so billig ist, aber man muss auch immer dazu sagen, das sind Produkte, davon kaufe ich mir jetzt nicht 600 Stück, sondern wenn mir eins gefällt,
dann denke ich irgendwann, okay, mach es jetzt einfach. Und dann bin ich auch wirklich glücklich und stolz, es mir gekauft zu haben. Ansonsten habe ich ja wirklich sehr, sehr viele Drogerieprodukte. Auf jeden Fall, das ist eine Farbe, die finde ich unglaublich schön jetzt zum Sommer oder auch im Frühling, weil sie sehr leicht ist. Sie hat unglaublich viele Schimmerpartikelchen mit inbegriffen. Und das ist halt so ein Aprikot-Lachston mit so einem leichten Hauch von Rosé. Ich trage ihn jetzt auch gerade heute wieder, wenn man das noch sehen kann und es nicht alles schon runtergelaufen ist vor Hitze. Aber Coralista ist wirklich so ein Produkt, ja, der passt eigentlich auch fast immer zu jedem Make-up, was man macht, weil er eben so dezent und leicht ist. Und deswegen ist es definitiv ein Favorit von mir. Ein neuer Favorit dieses Jahr geworden. Coralista hat es nicht als einziger Blush in meine Favoriten geschafft, sondern noch einer. Und den habe ich noch gar nicht allzu lange. Ich meine, den habe ich mir im April oder Mai zugelegt, weil ich habe ihn gesehen und mich sofort drin verliebt. Es ist einer von MAC. Das ist ein Mineralized Blush. Ich habe hier die Farbe Gentle. Und wir haben ja jetzt endlich hier in Lübeck einen Store bei uns im Karstadt, was natürlich sehr fatal ist. Aber die Farbe war so schön. Das ist so ein Pink-Rosa und ultra stark pigmentiert. Mal abgesehen davon, dass MAC dafür ja spricht. Aber der ist wirklich sehr, sehr stark pigmentiert. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man sich den auf die Wangen aufträgt, dass man nicht gleich aussieht wie Schweinchen Babe. Also lieber weniger und dann Schichten, als gleich ja, Schweinchen Babe Backen zu haben. Der ist wunderschön, wenn die Sonne drauf scheint. Und ich habe den so oft verwendet, gerade wenn man wenig Make-up drauf hatte, nur irgendwie Wimperntusche, Concealer und dann so ein leichtes Rouge, was so ein bisschen frischer ausstrahlt und ja, ich habe 10 Stunden geschlafen, dafür ist er auf jeden Fall perfekt. Und dann macht so eine Bäckchen so, als hätte man gerade so reingekniffen, dieses wirklich natürliche Rosé, wenn man ihn vernünftig verblendet und aufträgt. Und deswegen ist das so ein Schmuckstück in meiner Sammlung, wo ich auch gesagt habe, gut, das war definitiv sein Geld wert und ja, kann ich euch nur empfehlen, mal reinzugucken, ist ein Top-Favorit von mir. Mein nächster Favorit ist eine Foundation und die liebe ich wirklich auch abgöttisch. Ich habe sie auch in zwei Nuancen, eine für den Winter eher und eine jetzt für den Frühling, für die etwas wärmere Zeit, wenn man schon so ein bisschen Farbe bekommen hat. Und zwar spreche ich von der Fit Me Foundation von Maybelline. Ich habe hier die Farbnummer 120 und ich glaube, genau, Classic Ivory ist das. Ich finde, für trockene Haut ist die optimal und ich habe ja wirklich sehr sensible und auch gerne mal trockene Haut. Die ist sehr feuchtigkeitsspendend und ich mag es, dass sie flüssig ist. Das ist ja auch nicht jedermanns Geschmack. Und sie hat eine mittlere Deckkraft bis leichte, würde ich sagen. Also wer zu sehr unreiner Haut neigt, für den ist das, glaube ich, nichts. Aber ich kann sagen, so für kleine Unebenheiten oder für kleine Pickelchen reicht es optimal. Ich finde, Preis-Leistung ist unschlagbar und ich finde auch gerade die Farbauswahl, die diese Fit Me-Serie bietet, ist wirklich sehr, sehr gut, weil gerade in der Drogerie ist es immer sehr schwierig. Ich finde, es gibt nie einen ganz, ganz hellen Ton für die ganz hellen Porzellanhaut, sage ich mal, oder für sehr dunkle Haut. Viele, finde ich, haben sehr starken Rosé-Touch, so dieses Peachige und weniger dieses Oliventon-mäßige, was ich ja eher bin. Aber die hier finde ich wirklich mega, mega gut. Und ich glaube, da ist sogar auch ein Lichtschutzfaktor drin, ist auch mit bei. Und von dem Aspekt her ist es wirklich eine tolle Kombination an den Dingen, die eine Foundation einem bieten muss. Und deswegen ist es auch zu 100% ein Favorit von mir. So, und was darf natürlich bei mir nicht fehlen? Richtig Nagellacke. Und es haben zwei dieses Jahr so viel auf meine Fingernägel geschafft. Ich habe sie wirklich getragen und getragen und immer wieder gerne drauf gemacht, obwohl ich so ein experimentierfreudiges Nagellack-Junkie-Mädel bin. Als erstes spreche ich von Essie und zwar Go Ginza, wie auch immer man diesen Namen aussprechen möchte. Aber das ist mir auch völlig wurscht. Ich denke, jeder weiß, wovon ich hier spreche. Es ist dieser hauchzarte Flieder-Rosé-Ton und ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt. Also ich habe ungefähr die Hälfte schon aufgebraucht, was ich sehr, sehr viel für einen Nagellack finde. Und ich finde, der passt im Frühling, der passt im Sommer, aber ich finde auch, der passt so um die Winters-Herbstzeit einfach so als Farbklecks, weil der hat so eine, ja, nicht so eine aufdringliche, aber eine leichte, schon wieder Haare im Mund, leichte, Leuchtkraft, was irgendwie anziehend ist, dass man immer auf die Nägel gucken muss und deswegen finde ich den wirklich top. Und ich habe noch einen Nagellack und zwar von P2, das sind diese Nude-Lacke, Nail Foundation Total Repair für natürlich schöne Nägel und hier habe ich die Farbe 030 Skin
Und den habe ich auch sehr gerne getragen, sowohl auf den Füßen als auch auf den Fingernägeln. Ich muss aber sagen, auf den Füßen trage ich ihn nur jetzt bei gebräunter Haut. Ich würde ihn mir jetzt nicht im Winter drauf machen, da mag ich mehr diese Bordeaux- und Rottöne. Aber jetzt zum Sommer, finde ich, ist das eine ganz tolle, natürliche Farbe. Habe ich auch schon ganz viel bei YouTubern hier gesehen und kann diesen Hype nur verstehen und nachvollziehen und euch auch ans Herz legen, dass ihr die mal ausprobiert. Ich finde sie von der Deckkraft sehr, sehr gut. Also ich mache grundsätzlich ja immer zwei Schichten auf meine Fingernägel. Aber ich glaube, auch eine würde reichen. Nur dann finde ich es immer sehr schlierig. Also ich brauche schon auf jeden Fall zwei. Und ja, ich glaube, es gibt vier oder fünf Nude-Töne von diesen hier und kann die auf jeden Fall nur empfehlen. Und es ist Drogerie und nicht allzu teuer. Ja, meine Lieben, das waren meine Favoriten der letzten Wochen und Monate. Wie gesagt am Anfang, ich hätte natürlich aus jeder Kategorie jetzt alles euch zeigen können, was ich verwendet habe, bis ins kleinste Detail. Aber das hätte den Rahmen hier definitiv gesprengt. Und mich würde es viel mehr freuen, diese Videos jetzt wieder in regelmäßigen Abständen zu machen. Lasst mir dazu auf jeden Fall euer Feedback da oder gebt mir auch sehr gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid und werde das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und ansonsten kann ich euch heute nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich hoffe, bei euch ist es nicht allzu heiß, so wie hier. Ich schmelze förmlich dahin. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss! Capture effortlessly, that's the way.